Hey Dave! Hey Judy! Herzlich willkommen zum neuen Weekly. Richtig, genau. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Woche und zu einem neuen Weekly bei TechSoup. Und ich sitze wieder in meinem Büro in der Podcast Corner, wie Sandro sagen würde. Und wir haben wieder den Hintergrund verändert und zwar auf einem neuen Material. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht erfährst du dazu im weiteren Verlauf der Woche noch etwas. Und dann haben wir das Ganze hier noch ein bisschen mehr geupgradet, aber das siehst du jetzt. Wie ihr seht, sitze ich hier schon vor der neuen Podcast-Wand und wir wollten diesen ganzen Podcast-Raum jetzt noch etwas umdesignen. Wir brauchen ein kleines Regal. Deswegen habe ich mich mal wieder mit Michael verabredet und jetzt switchen wir auch gleich wieder auf Englisch. Dave freut sich schon, der schneidet dann das Weekly. Und wir werden jetzt nämlich unser neues Regal bauen. Dazu habe ich mir jetzt hier noch den Schlüssel geholt. Dennis weicht jetzt kurz aus und ich vlogge einfach mal weiter. Okay, jetzt kommt Dennis schon wieder. Dennis versaut mir immer meine Shots, das kann es doch nicht sein. Entschuldigung. Ja, okay. Can you talk to the camera? What's the plan about the shelf? What's your building plan? So the shelf, it will be like three places, like three layers on the shelf, and already I've got make the basic sanding. Okay. For the first time, and I've cut some wood, so I have already the good dimensions. Mann bei der Arbeit, ihr kriegt jetzt wieder nice B-Roll von mir. So the simple and fast way with the nail gun. Michael always loved the nail gun. Sieht doch gut aus bis jetzt. Also wir kommen voran. Auf jeden Fall ganz normales Regal. Drei Platten. Und das kommt dann quasi in die Podcast-Corner. Wie Sandro sagen würde. Von Printside. Und ich glaube, Judy meinte, wir würden eine Pflanze draufstellen. Na, das werden wir dann sehen. Sieht doch gut aus. Gut. Okay, so I'm just almost finished this shelf. I have to make some like finishing. So it is sanding, but just the cosmetic sanding, I will say. And it's gonna be ready after this. And that's it. Thank you. Yeah, thank you for your job. Thank you. Well made again. By the way, ihr müsst es nicht gerade so verstehen, das hat Michael gebaut. Die Teile hat Michael auch gebaut, das hat Michael auch gebaut, da sind sogar Rollen unten dran. Ja, der Mann macht auf jeden Fall sehr vieles aus Holz, aber das hat uns in der Firma schon so viel geholfen, dass wir darauf nicht mehr verzichten wollen. Einen wundervollen guten Morgen, wir haben heute den Patrick zu Besuch von GOS und zwar, ich muss mir noch kurz einen Kaffee ziehen, ist er hier und stellt uns zwei neue Materialien vor, die GOF jetzt im Portfolio hat. Und wir laden da immer alle Vertriebler mit ein, weil bei uns entscheidet nicht der Einkauf, welches Material mit ins Portfolio kommt, sondern unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater. Wir haben ja so regelmäßig Gäste da, die uns das alles zeigen und erzählen. Und muss ich mich ein bisschen sputen, damit ich nicht zu spät komme. Machen wir dann im Nachgang mal, also ich würde es gerne mal probieren, weil ich finde das total spannend. Genau. Wir sind ein Karten auf Textil. Patrick, nochmal herzlich willkommen. Patrick, es geht um unsere kleine Inhouse-Messe, hatten wir ja schon vorgerahmt. Und zwar bei dir sind uns ja die Materialien schon bekannt, die meisten Materialien. Auch die Firma GOF kennen wir ja recht gut. Und heute der Fokus auf die zwei Materialien, die wir potenziell ins Portfolio übernehmen möchten, weil wir sie positiv getestet haben und cool finden. Dann würde ich mal, ich habe in die Mappen für jeden ein Muster von All White weiß beschichtet und von unserem Midnight Pro schwarz beschichtet. Ich würde mal mit dem weißen starten, wie wir aufgestellt sind. Und so wie ich mit Andi gesprochen habe, geht es ja heute einfach mal um die Materialien. Okay, Dave, wir müssen jetzt noch kurz den Patrick überfallen gehen, weil wir eins der Materialien, was er gerade vorgestellt hat, auch schon für unser Printsides-Banner verwendet haben, dass er uns noch ein paar Tipps gibt, wie man das gut handeln kann, das neue Material. Hast du noch einen Tipp, wie wir das cool in unsere Gang bei mir im Büro einspannen können?